Hi meine Freunde, herzlich willkommen zur nächsten Tierlist. Es ist FIFA 23 Tots Time, das heißt, es gibt auch hier natürlich wieder eine Tierlist und wir starten mit der La Liga. Sie ist noch nicht komplett erschienen, gehe ich mal schwer davon aus. Heute ist der 21.05. Ich denke, da werden noch SBCs und Karten dazukommen, aber wir gehen jetzt einfach mal davon aus, das wär's und gucken uns an, wo passen die Karten hin. Angefangen mit Gaia. Gaia ist für mich eine solide Karte, dafür, dass er nichts kostet. Kann man ihn durchaus mal, machen wir mal ins B-Tier mit Option auf noch höhere Positionen. Er kostet nichts, man braucht nur 5 Siege im One League Cup, was schon schwitzig genug ist, aber dafür kriegt man einen soliden Linksverteidiger, der da durchaus Spaß macht. Pau Torres ist für mich nichts Besonderes. Pace-Wert ist okay, Defensiv und Physis sind sehr gut, Pass-Wert ist richtig Schmutz, Dribbling-Werte sind Schmutz, aber er kostet halt einfach auch nichts, man kann ihn ja in den Objectives abschließen, aber ist halt einfach nichts Besonderes. So, wenn ich mir einen Koundé angucke, der gleich kommt, dann nehmen wir Koundé mit rein. Koundé ist für mich absolut ganz da oben, weil Koundé absolut pacey ist, Weltklasse Defending hat, sehr gute Physis, ein gutes Dribbling, Passwerte sind auch nicht überragend, aber für den Innenverteidiger doch vollkommen okay. Das sind ganz andere Dimensionen, die man da bekommen kann. Rafinha ist für mich eine A-Tier-Karte, er ist einfach nur maßlos überteuert und dafür ist er halt auch nicht wirklich ultra was Besonderes. Er ist sehr pacey, sehr gutes Dribbling, aber einfach zu teuer, die SBC. Modric, S-Tier. Modric ist S-Tier. Modric ist auch gar nicht mehr so teuer. Dafür, was er mitbringt, ja, er ist nicht so pacey. Er hat nicht den besten Schuss, aber immer noch einen sehr guten Schuss, meiner Meinung nach. Und nach defensiv und physisch ist nicht mehr alles ultra krass. Aber ich finde, dafür hat er überragende Pass- und Dribbling-Werte, was einfach das alles wieder ausgleicht. Lewandowski ist für mich auch so S-Tier. Ich habe seine Leihkarte. Ich wollte jetzt kein Review dazu machen, weil es halt einfach nur, wenn ich nur im One League Cup spielen so und das ist auch irgendwie so nichts Halbes. Aber Schuss ist überragend. Pace ist vollkommen ausreichend, meiner Meinung nach. Ja, Dribbling, da hängt es vielleicht so ein bisschen. Aber man muss halt auch wissen, wenn man einen Lewandowski hat, wie spielen wir mit dem? Klar, wenn ich einen Lewandowski habe oder einen Kane, kann ich nicht mit dem so spielen wie mit einem Rodrigo, wie mit einem Rafinha, wie mit einem Messi, wie mit einem Neymar. Das geht dann halt einfach nicht. Oder wie mit einem Vini, der als nächstes kommt, der genauso sich nebendran anreiht. Das geht dann halt nicht. Dafür kann man mit einem Vini nochmal ganz anders spielen. Und zwar absolut überragende Werte. Also Vini ist natürlich jedes Jahr in FIFA heftig, aber die Karte ist halt nochmal hui. Genauso wie er. Sehr viele S-Tier-Karten haben wir jetzt hier direkt mal am Start. Wobei, nee, machen wir ihn hier runter. So. Dann passt das meiner Meinung nach. Eder Militao. Pace. Holy shit. Defense, Physis, Dribbling, Pass. Holy shit. Holy shit. Ekelhaft die Karte. Benzema genau das gleiche. Können die beiden ja mal sich nebeneinander stellen. Ja, Benzema ist im Pace nochmal besser. Im Schuss merkt man aber keinen Unterschied, ob 96 oder 3 oder 99, ganz ehrlich. Passwerte dafür bei Benzema besser. Dribbling fühlt sich bei Benzema auch deutlich besser an und die Physis merkt man bei ihm halt auch nochmal sehr, sehr gut. Also Benzema ist absolut ein Cheatcode in dem Game. Genauso wie Valverde. Valverde seit das ganze Jahr über schon seine Special Cards sind absolut ekelhaft. Sehr gutes Tempo, Schuss ist vollkommen ausreichend, sehr guter Pass, Dribbling, Defensiv, Physis, ist halt ein Cheatcode. Genauso wie Griezmann. Guckt euch mal diese Karte an. 95 Pace, 92 Schuss, 93 Pass, 94 Dribbling, den kannst du überall spielen in der Offensive. Du kannst ihn auf dem Flügel spielen, im Sturm, auf der 10, du kannst ihn überall spielen und das macht ihn so ultra gut. Petri hingegen, ja, Petri ist im Prinzip, die passt, dass sie gerade übereinander sind. Petri ist der das Äquivalent zu Modric, wenn man so möchte. Er ist natürlich deutlich pacier, aber ihm leckt es dann halt im Schuss vor allem. Im Pass wird man kaum Unterschiede merken. Dribbling wird man kaum Unterschiede merken. Und Defensiv und Physis wahrscheinlich auch nicht allzu sehr. Aber im Schuss merkt man es halt. Ah, von mir aus kann man ihn auch mit hochnehmen. Aber ich finde Modric einfach besser. Ich finde Modric besser als Petri. So, ihr habt es gehört. David Garcia ist im Prinzip nichts anderes als ein Pau Torres, bringt ein gutes Tempo mit. Wir sehen ja schon nebeneinander die Karten. Also Defensiv Physis sieht richtig, richtig gut aus. Auch Passwerte, auch Dribblingwerte sind richtig stark aus. Aus irgendeinem Grund ist die Karte nur 30.000 Münzen wert. Weiß nicht warum, weil er ist gut, aber er ist halt auch nicht da oben. Er muss sich halt auch nicht da oben einsortieren. Genauso wie Easy.
Easy ist auch so eine Karte, der rennt hier halt die Linie rauf und runter, das macht er die ganze Zeit. Aber dafür fehlt es irgendwie bei ihm an irgendwas. Er hat nicht mal ein Gameface, er ist einfach so Meister Proper auf dem Feld. Glatze und einfach überall. Aber er macht seinen Job gut auf der Außenbahn, aber das ist halt, keine Ahnung, ist halt gratis, genauso wie Pau Torres, die gibt es ja beide zusammen. Und deswegen, ja, passt das schon. Castellanos ist für mich SBC-Futter. Brauche ich nicht so viel dazu sagen, ist einfach nichts Besonderes. Balde finde ich richtig, richtig gut. Pace ist überragend. Defensivwerte, Physiswerte, Passwerte vor allem. Keita Balde macht seinen Job als Linksverteidiger richtig, richtig gut und erinnert einfach so ein bisschen an Alphonse Davis. Macht mega Spaß mit ihm. Deswegen machen wir in die Mitte, weil das Ding ist ein Torwart. Ein Torhüter kann bei mir absolut Schmutz sein. Und ich spiele immer noch mit Areola 81 Goldkarte. Bei dir kann aber absolutes Biest sein. Es ist halt eben alles möglich bei Testing, deswegen diese Einschätzung. Gabri Veiga, den habe ich direkt gezogen bei Promo-Release und ich finde ihn eigentlich gar nicht mal schlecht. Ich würde ihn aber jetzt nicht ins A-Tier machen mit Rafinha, Petri und Balde, deswegen ins B-Tier. Er ist ein solider zentraler Mittelfeldspieler, kann auch Zehner spielen, aber ich finde ihn in dem ZM eigentlich gar nicht schlecht, weil er eben eine gute Physis hat. Sehr, sehr gutes Pace, sehr, sehr guter Schuss und guter Pass, gutes Dribbling. Mit dem Shadow kriegt man dann nochmal einiges aus ihm raus. Deswegen für mich ein solider ZM, macht seine Sache richtig gut. Gefällt mir da echt gut und den würde ich da lassen. Pick hier. Ist Fekir hier so gut wie ein Rafinha? Fekir hat halt diesen Fekir-Faktor. Der war die letzten Jahre immer ekelhaft. Vom letztes Jahr mit seiner, das war die 85er-Karte, oder? Das war die Road to the Knockouts oder so. Uiui, die hat mich noch monatelang dann verfolgt. Fekir würde ich auch zwischen A und B machen. Aber ich finde ihn eigentlich besser vom Faktor her als ein Gabri Veiga, als ein Gaia. Ich mache ihn ins A-Tier. Einfach weil Fekir solide Werte hat. 1, 2, 3, 4, fast 5 Werte von 6 auf der Karte über 90 oder höher, außer als Physis. Pace ist für die 10, gehen wir mal vom 10 aus, vollkommen ausreichend. Schusswerte genauso, Passwerte genauso, Dribbling genauso, Physis genauso. Ich spiele ihn sogar im Sturm und da macht er mir richtig Freude, hat im ersten Spiel direkt einen Doppelpack geschossen. Macht auf jeden Fall Bock mit ihm und da macht ihr nichts falsch, wenn ihr ihn kriegt oder wenn ihr ihn habt. Und er kostet irgendwie nichts, ich weiß nicht, warum der so billig ist. Merino. Ist er für mich auf einem Level mit Petri? Ja, denn er hat andere Bereiche. Er kann in der Innenverteidigung theoretisch spielen. Er kann oder sollte hauptsächlich primär Sechser spielen, weil er halt einfach sehr gut defensiv und physisch ist. Aber er kann auch dribbeln, er hat einen sehr guten Pass, ein gutes Pace. Wenn wir die mal nebeneinander stellen, sehen wir das da schon, wo die Schwerpunkte liegen bei den Zweien. Auf jeden Fall Merino deutlich defensiv besser, aber kann dennoch das Dribbling mithalten, kann auch beim Pass mithalten, sogar besser. Beim Schuss auf jeden Fall und beim Tempo, da gut, da fehlt es ihm dann halt, aber ich denke im zentralen Mittelfeld sollte 87 Pace auch ausreichend sein. Lorente ist für mich dafür der S-Tier. Das ist nochmal eine Steigerung zu den beiden. Wenn wir das uns mal angucken, er bringt genauso die Defensive und Physis mit. Er hat genauso das Dribbling, er hat das Pace einfach noch. Er hat einen sehr guten Schuss, einen sehr guten Pass. Er ist so, die Mischung aus beidem ist Marcus Llorente. Dazu halt noch der Bodytype, die Statur, die Größe von ihm einfach macht mega Bock mit ihm zu spielen. Und ihn kann man ebenso auf dem rechten Verteidigerposition, Innenverteidiger, Stürmer nicht, nein. Wobei Stürmer vielleicht auch. Zehner, Sechser, Achter, Flügel. Er kann einfach alles spielen. Marcus Llorente ist ein absolutes Biest. Javi Galan ist für mich auf einem Level mit Gaia. Gaia ist umsonst, ja. Javi Galan kostet aber auch nicht allzu viel. Genau deswegen wahrscheinlich. Hat sehr, sehr ähnliche Werte. Die nehmen sich nicht allzu viel. Deswegen, würde ich auf Gaia schwitzen und bis dahin Galan spielen. Molina ist für mich absolutes A-Tier. Molina ist absolutes A-Tier. Er bringt das Pace mit, ein gutes Dribbling, hat eine richtige Körpergröße, die ihn noch mega stark macht. Das halt auch eben das Defending und die Physis noch, was noch da dazu kommt. Das ist absolutes Biest. Sehr, sehr billig vor allem. Und das war's erstmal mit der La Liga. Ich denke, da werden noch Karten dazukommen.
Ich kann euch nur jetzt noch nicht sagen, welche das sein wird. Da fehlt jetzt noch ein Carrasco hier in der Liste. Carrasco würde ich zwischen A und B irgendwo einsortieren. Wahrscheinlich eher auf B, weil mir sein Bodytype einfach nicht so zusagt. Carrasco fehlt da noch und dann gucken wir einfach mal, was für Karten noch rauskommen jetzt in über die nächsten Tage bis zur nächsten Promo. Welche Karte kann ich euch empfehlen? Mein Lieblings- oder der beste Stürmer in diesem Team oder die beste Offensivkarte. Sagen wir, die beste Offensivkarte ist Vinny, gefolgt von Benzema. Das sind die besten Offensivspieler. Der beste Mittelfeldspieler ist Llorente mit Valverde. Beste Defensivkarte ist Koundé und Militao, das sind die besten Defensiven. Absolute Biester, die beiden. Welche Karte kann ich euch empfehlen? Wenn ihr nicht so auf der mit dem der teuren Karte, teuren Tasche unterwegs seid, kann ich euch für die Offensive einen Fekir auf jeden Fall empfehlen. Fekir macht seinen Job da sehr, sehr gut. Im Mittelfeld Merino kriegt man hinterhergeschmissen. Der macht die Sache da richtig stark. In der Verteidigung. Ja, wenn man den sich erschwitzen möchte. Sonst sind da nicht so viel krasse Karten dabei in der Defensive. Klar, Balde, aber der ist noch relativ teuer, finde ich. Molinar kostet fast nichts, den kann man da mitnehmen. Das wären so die beiden. Und ja. Das sind so die mir jetzt so aufgefallen sind. Welche Karten habt ihr gezogen aus dem Team of the Season der La Liga? Schreibt es mir in die Kommentare. Und ich bin gespannt, was da noch kommt. Wir sehen uns noch nicht beim nächsten Video, denn mir fällt auf, wir haben unfassbar viel S-Tier. Aber das sind halt auch alles Karten, die enorm teuer sind. Und dann fällt es halt enorm ab. Also, wir haben hier, ich weiß nicht, was er kostet. Ich schätze mal 1 Million. Modric 700.000 oder so. Llorente auch nochmal irgendwie sowas um den Dreh. Lewandowski um den Dreh. Benzema mehrere Millionen. Vini mehrere Millionen. Militao mehrere Millionen. Valverde, Griezmann alles mehrere Millionen. Und dann fällt es halt enorm ab. Bei einem Merino, bei einem Balde, bei einem Fekir, Molina. Das sind auf einmal so noch so 250k Spieler. Das ist richtig heftig bei der La Liga. Da fällt es enorm ab. Das wird bei der Liga wahrscheinlich genauso sein. Aber das dauert ja bis dahin noch ein bisschen. Das ist so meine Meinung. Schreibt mir gerne eure in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann und tschüss.